Hi ho, fellas and friends. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Calvin and the Infamous Machine, Folge 6. Ja, wir sind angekommen in England des 17. Jahrhunderts. Und das Gleiche, was ich sonst immer sage, wenn ihr auf neuesten Stand kommen wollt, wo wir hier sind, was wir hier machen, dann guckt euch bitte die vorherigen Folgen an. Es lohnt sich tatsächlich. Calvin ist total witzig. Ich mag es gerne. Hey, look at me. A video game character that actually does plumbing. Oh, verdammt, das ist bestimmt eine Anspielung auf irgendwas. Wenn einer weiß, worauf, dann bitte in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Ich mag solche Anspielungen auf vergangene Spiele. Ich habe den dreiköpfigen Affen zum Beispiel noch nicht gehört. Und das ist ziemlich selten für einen Point-and-Click-Adventure. So, jetzt nehmen wir uns erstmal der... Was war das? Okay, das ist okay, den Musikanten. I'm digging this song. It sounds so cheerful. I told you it was still cheerful, Tizo. Of course it's still cheerful. Jochen can't play a minor chord to save his life. Says the guy who asked me yesterday about an arpeggio is. Hey, at least I can play one. Wait, so what's the song supposed to sound like? The deafening clang of broadswords! The anguished screams of tormented souls. A vomiting geyser of dragon fire! Oof, wow, yeah, you guys are way off. Maybe you should all take a lesson or something? Too much work. If we just stand here playing the song over and over and over again, eventually it will sound right. Assuming Douglas gets his act together for like 1 second? Don't start with me, Tizo! Any chance I could get you guys to play a little louder? I'm sure everybody in the library would love to hear this. Sorry, friend. No requests. Unless you're requesting that we play the exact same song at the exact same volume forever. In which case, you got it. Any chance I could get you guys to play a little louder? Sorry, okay. Unless you're... In which case... Also, wir wollen eigentlich eine fiese Metal-Nummer spielen, aber... I'm not sure how those go to... Kannst du nicht einfach in dieses Horn pusten, bitte? Sorry, buddy. We're a trio and we're staying a trio. Oh, spiel doch mit. That does not need a hand. Ist hier sonst nichts? Nee. Ansonsten ist ja nur das Knierohr, das Einlassrohr und die Musikanten. Okay. No, Nee. That does not need a hand. Gut, forget it. Forget it. Dann gehen wir hier raus. Gucken wir uns hier mal rechts um. Was haben wir denn hier noch so Feines? Da sind Pfeile. Die kriegen wir hier aber nicht raus, ne? Können wir hier einfach mal... I don't want to draw t- Nee, das funktioniert nicht. Mit dem haben wir schon gesprochen. Da ist noch ein Golfer. Ein nervöser Golfer. You can hear a pin drop on the 18th green. A single putt stands between O'Leary and his first major tournament victory. He steps up, centers himself, breathes the deepest breath of his life, and... Hi there! What the? Oh, were you about to hit the ball? My bad. Go ahead, I'll be quiet, I promise. Well, I can't hit it now! You've totally psyched me out! Here, I'll give you a hand. O'Leary lines up his serve. His serve? Do I look like I'm playing tennis here? Serve, corner kick, whatever. It's called a putt! Fine, jeez. O'Henry lines up his putt. It's O'Leary! Oh god, I'm about to hyperventilate. Relax! Just visualize the ball going through the net. There isn't a net, you twit! Yeah, I know. That one was just a mess with you. Come on, just go already. Stop rushing me. This game is 90% mental. I can see that. He's never gonna hit it now. I might as well leave him alone. I'm not sure how those... Bitte, ich will doch nur in das Horn posten. Vielleicht können wir uns das erstmal angucken. I think you're supposed to use this to rally the troops. It's so lifelike. Well, except for the wood part.
Just a bunch of random mail. Warum haben wir jetzt seine Briefe? Ah, da geht's in den Wald. Ah, okay, deswegen sind da hinten die Pfeile. Alles klar. Wieso habe ich die Finger auf WSAD? So ein Quatsch. Hier können wir aber auch nur mit Robin Hood? Fragezeichen. Oh Gott. Jawohl, kratzt sich damit am Arsch. Super. Wow, you're looking very, green. But of course! Don't you know who I am? Green guy? No. Captain Vegetables. What? I'm Robin Hood, you dope! I always figured Robin Hood was a little more muscular, and his posture was a little better, and his eyes kinda pointed the same way, and he wasn't wearing a big green diaper. They're compression shorts? So, is this a tournament or something? Obviously. I'm about to wipe the floor with these scrubs. When does it start? Whenever somebody bothers to blow the stupid horn. The referee was supposed to be here over an hour ago. You should probably take a practice. No shots before the horn. That's an automatic disqualification. I'm not gonna lose to these chumps just because I couldn't keep it in my quiver. Okay. Good luck okay. in the tournament. Like I'm gonna need it. Okay, wir haben ein Horn und die wollen ein Horn. Also, gib ihm. That one doesn't count. My bow wasn't calibrated yet. Ach du Scheiße. So wird das aber mit Gerechtigkeit nix. Nein, die falsche Straße. Ich will den Dings haben. Da können wir vielleicht die Post öffnen. Mit dem Pfeil. Das wäre eine coole Sache. Außerdem, vielleicht schaffen wir es dann irgendwie in den Turm reinzukommen. Ich glaube, wir haben hier... Not too accurate. But you gotta admit, the guy's got range. Not too... Okay, können wir vielleicht... Mensch, weißt du, sonst steckt da immer alles I'm ein. I'm not sure how those go together. Warum denn nicht? Not to... Tu, was ich will, verdammt. Lass doch den, nimm doch den Pfeil mit. Not nimm ihn to... mit. Nein, er nimmt ihn nicht mit. Spore je. Okay. Ich kann mir Under vorstellen... Under reparation. Ja, ist fest verschlossen. Ist gut. Wie können wir ihm denn... Vielleicht können wir ihm die Holzhand geben. Vielleicht braucht Robin Hood die Holzhand. Oder die Briefe? Who knows? I'm not sure how those go. Nee. That does not need a hand. Doch, der braucht allerdings alles Mögliche. Good luck in the turn. Der kann ja nicht zweimal dahin schießen. Jetzt, der Pfeil ist ja noch da. Okay. Und dann machen wir nochmal. Whatever. At least I have a life, nerds. Wir machen das jetzt so lange, bis die Animation hier mit den Pfeilen da hinten irgendwie zum Stagnieren kommt. Muss ja irgendwann. Ja. Scheinbar jetzt. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt. Vielleicht können wir jetzt einen der Pfeile da aufheben. Nein, nicht zur Seitenstraße. Jetzt habe ich das Spiel minimiert. Ist klar. Weg mit dir. Los, tu, was ich sage. Nur einmal.
So, okay, okay. Das ist ein bisschen hakelig hier mit der Bedienung der Map. Not too accurate. Ja, okay, mach die Briefe I auf. I don't think that... Do you chuck that... The saltpeter? No way. It's the best fertilizer. Ja, gut, kennen wir. Briefe no thanks. Gerne? Not a big reader. No, it's fine. That does not need a hand. No, I'd rather not. Nee, auch nicht. Dann gehen wir nochmal in die Bibliothek. Hier müssen wir doch irgendwas noch machen können. Mario Zechner's 10 Easy... Ja, da, genau, da waren wir. Newton. Do you hear... I hear... No, not that. I assure you. I'm not sure how those... That does not need a hand. I'm pretty sure he'd kill me. Was soll denn das? Was soll denn das? Neat magnet. Very. It's as rare as it is fun. Actually, I'm here to inspect the magnet for magnetic distortions. Extremely dangerous. Oh dear. Please feel free to take a look. I do ask, however, that we keep the magnet inside the library. Okay. See you around. Onward. It's the display pedestal for the giant magnet. It's the dis- I'm not sure how those- I'm not sure how those- Nee, es geht auch nicht. I'm not sure how- Ein Horn vielleicht? Irgendwas an- Pardon me, Inspector, but I believe you're forgetting something. Oh, right. Sorry about that. Okay, also wir können auch nicht weitergehen als da, ohne den Magneten wieder dahin. Aber vielleicht können wir die Pfeile vermagnetifizieren. Ah, wunderbar. Mörser. Keine Ahnung wofür, aber wir haben einen. The librarian will notice. Das Horn? The librarian. Ja, ist gut. Die Holzhand? Auch nicht. Können wir die Briefe mörsern? I'm not sure how those. Ach, klar. Hast du noch nie probiert. I'm not sure how those. Auch den Magneten können wir nicht mörsern. No, I. Da. That does not need a hand. Okay. Okay, das... Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen Mörser. Ich weiß halt nur noch nicht, wofür. What's in the... It's... What's it for? Aside from its use in explosives? Huh. You... I don't think that... Nein. Habe ich auch nicht gedacht. Haben die hier vielleicht irgendwas zu mörsern? I'm not sure how those go together. No, I... Das ist ja auch Quatsch. Was will ich mit dem Mörser an einem Knierohr? I don't think that... Ja, ausnahmsweise glaube ich das auch. Kommen wir hier noch... Ah, hier ist ein Teehändler! Ja, hier, den habe ich noch gar nicht gesehen. Kommt mir sonst noch irgendwo hin? Gibt's ja gar nicht. Hier ist ein Trichter. This funnel is the greatest funnel I have ever seen. I must have it. You can't have it. But I must have it. But you can't have it. This funnel... You can't have... But I... But you can't... Then I'll have a funnel, but no horn. Something tells me I'm gonna need both. Nein! Wir brauchen nicht beides. Den könnten wir als Verstärker nehmen, im... What the... Carbonated tea? Yes, sir. Best in the city. Or at least it will be as soon as I'm done perfecting the recipe. Care for a cup?
What's in it? Trade secret, my friend. It's not people, right? I saw this one movie where it was people. Trade secret, my friend. What's that crazy machine behind you? It's called a Gronk. what the heck does that stand for? Not a clue. It's from Prussia. Makes marvelous tea, though. So, how does the Gronk work? I couldn't rightly tell you. The manual's in German. It's a bit finicky about what you put in it, though. I left a few twigs in the last batch and nearly blew the whole thing to pieces. What? Are you sure that thing's even meant for making tea? No, sir. All right, sure. Hit me. That's the spirit. Oh, dear God, it itches and burns. Oh, it's like a liquid rash. Just the kick you need to start your day. Fancy another cup? I've tweaked the settings to make it... All right. That's the spirit. Genau. Leckere Teestunde wenigstens. Oh, now it tastes like a horse spat into a bucket of radishes. Well, in most countries, that's considered a delicacy. Fancy another cup? I've tweaked the settings to make it even more delicious. Erbrechen. All right, sure. That's the spirit. Hey, this one tastes pretty good. Really? No! It's like drinking a spider web covered in bacon grease. Everybody loves bacon, right? Fancy another cup? Ech, mal gucken. Sure. Auch hier sind die Dialoge irgendwann vorbei. Bis dahin kann ich ja mal einen Schluck Tee trinken. Hey, this one tastes pretty good. Really? No! It's like drinking a spider web covered in bacon grease. Everybody loves bacon, right? Okay, das geht wohl nicht. Aber ich frag mich, ob das Zufall ist, dass das Ding Gronk heißt. Aber ich... Fancy another cup? No way! I'll be here if you change your mind. Fancy another... So, how does... I couldn't rightly tell you. The manual's in German. It's a bit finicky about what you put in it, though. I left a few twigs in the last batch and nearly blew the whole thing to pieces. What? Are you sure that thing's even meant for making tea? No, sir. What? Trade secret? It's not people, right? I saw this one movie where it was people... Trade secret, my... Okay. I come back anytime. Okay, Schluss damit. Ich hab gar keine Ahnung. Alles ist noch sehr verworren. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch den T-Mann getroffen. Aber vielleicht geht's vom Turnierplatz noch ein Stückchen weiter rechts raus. Vielleicht. Jawollo. Na, Alter. Ahahaha. Jawoll. Did you just take some of my wood chips? I'll bring them back? You better. I'm making a salad later. Oh, was? Gross. Cool, wir haben Holzspäne. Cool, können wir die... That'll just make sawdust. I don't need to clean up any puke. Aber das ist bestimmt auch gut für Sprengkram. Glimmende Kohlen, jawohl, Holzfäller. Alles klar. Ich denke mal, da setzen wir dann... Ach Quatsch, Blödsinn. Wir fragen ihn einfach. Hey, a real-life lumberjack! Keep it down, Beanpole. I'm in the zone. Oh, sorry. If a woodchuck chuck, woodchuck, woodchuck, woodchuck chuck, woodchuck chuck. Can I borrow one of your tools? I guess I'm cool with it if Brian H. Jensen is. Who's Brian H. Jensen?
Ah, got it. You named your dog Brian H. Jensen? Isn't that a little formal? A noble dog deserves a noble name. Fair enough. What does the H stand for? Huggy Wuggies. Wow, you're really taking it that log. Gotta show these other trees who's in charge. Otherwise, they walk all over you. That's, huh. Dieses Spiel ist dermaßen durch, wirklich. Sowas von durch. Could I hire you to cut some wood for me? This lumberjack jacks lumber for one man, himself. Not even as a favor for your dear friend Kelvin? Sorry, kid. I have one friend, and he's too busy being a dog to ask me for any favors. Keep on chopping. All day, every day. Aha! It looks like there's one coal down there that isn't super hot. Okay, wir haben Kohle. Pulverize! Jetzt haben wir Kohlepulver. Mörsergemisch, okay. That'll just make sawdust. Es geht hier noch weiter? Hier ist ein Zaun. Looks like this fence is short one peg. Looks like this fence is... Looks like this... Okay, da fehlt ein Holzdübel, aber wir haben doch keinen Holzdübel. I'm not sure how... Wir haben eine Hand. It's too big to fit in the hole. Nein! Nein, 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 nein. Mit dem Hund sprechen wir nächste Folge. Bis dahin bedanke ich mich wirklich jedenfalls recht herzlich bei euch. Wie gesagt, dieses Spiel ist dermaßen durch. Das ist kaum in Worte zu fassen. Von daher macht euch einen guten Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios.